Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest in the Cave with the Caveman and the Forest. Man, ich dachte gerade, hat schon wieder Pling Plung gemacht und wir wurden wieder gespottet. Ja, in der letzten Folge haben wir drei lustige Leute umgewatzt. Immerhin. Drei Leute sind es geworden, die haben wir tot gemacht. Wir haben minus einen Lock dabei, das ist immer sehr gut. Das ist der Lockruf der Wildnis, sozusagen. Und wir müssen dringend schauen, wie wir aus der Höhle rauskommen und vor allem, wie wir lebend aus der Höhle rauskommen. Denn ich glaube, die Flairgun kann uns vielleicht noch ein einziges Mal retten vor einem. Und danach ist es vorbei und vor allen Dingen, ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen. Also ich bin schon mal aus der Höhle raus, das war eine allererste Aufnahme, die ich ja nicht benutzt habe. Aber hier sind wir quasi... Jetzt sind wir wieder zurückgegangen. Das war sehr schlau. Und natürlich schnauft er wieder. Ich weiß gar nicht warum. Jetzt können wir theoretisch hier noch was essen eigentlich. Wenn wir schon mal hier sind, können wir jetzt wieder hier essen. Aber andererseits, ein bisschen zu essen haben wir noch. Wir brauchen eher zu trinken. So. Huch. Habe ich das weggeworfen? Nee, ne? Nee. Okay, wir sind also wieder in die gleiche Höhle zurückgegangen, wo wir anfangen. Ich würde sagen, wir kriechen ja mal durch. Komisch, dass man sich nicht wie die Eingeborenen verkleiden kann, ne? Dass man sich so ein Kettending macht, aber ich glaube, die checken das schon, dass man keiner von denen ist, zumal die ja auch eine ganz eigene Artikulation haben. Wie zum Beispiel... Und diese komischen Geräusche. Ich darf nicht so viele machen, sonst holen die Nachbarn bestimmt die Polizei hier gerade. Okay, wir sind also wieder raus. Hier liegen drei Tote in der Höhle. Beziehungsweise einen haben wir schon zwei haben wir schon massakriert und halbwegs mitgenommen. Eventuell können wir dann so ein Abschreckerle aufbauen. Hier liegt noch ein Köpfchen rum. Das würde ich gerne mitnehmen, aber es geht offenbar nicht. Haben wir es jetzt mitgenommen? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht haben wir es doch mitgenommen. Hallo? Und die Frage ist immer noch, wie kommen wir hier raus? Guck mal, ein Fuß. Auch sehr schön. Diese super leckeren Füße. Und sobald ich hier raus bin, mache ich natürlich auch wieder ein bisschen mehr Spaß mit Körperteilen. Jetzt würde ich aber gerne, jetzt liegt meine Prio erstmal darauf, dass wir überhaupt aus der Höhle rauskommen. Und wahrscheinlich wird es draußen dann Nacht sein und wir müssen flüchten und werden gejagt. Wie geil es hier aber aussieht, ne? Muss man einfach nochmal sagen. Was ist das denn? So, da kommen wir jetzt in die nächste Höhle. Covered in Blood. Wir sind immer noch in Blut gecovert. Eigentlich hätten wir gerade mal kurz baden gehen müssen, aber ich glaube, die Chance kriegen wir gleich nochmal. Na, jetzt hier einmal durch. Krass, dass die Eingeborenen auch hier in der Höhle sind. Ich meine, macht ja Sinn natürlich, ist ja deren Höhle. Aber ich habe hier bis jetzt erst ein einziges Mal einen einzigen drin gesehen. Das war in der Aufnahme, die ich nie rausgehauen habe, die allererste. Wo man sich so ein bisschen eingefriemelt hat. Und da war ich dann auch genauso schnell hier drin, ehrlich gesagt. Ist, glaube ich, auch unsere letzte Chance hier überhaupt mal. Ne, ich glaube, einmal kommt man in die Höhle und dann wirst du gefressen. Da geht's raus. Da geht's raus. Sehr gut. Und es ist... Ich weiß es gar nicht. Offenbar ist hier noch eine Axt, falls wir die eine vergessen haben. Eine reicht uns aber erstmal. Es ist... Ist es Tag? Es ist... So, es ist Tag. Wir sind umgeben von Symbolen. Huch! Es ist ein sehr spontaner Tag. Und die Frage ist, wo ist denn unsere Hütte? Da. So, wieso haben wir das Feuerzeug eigentlich immer noch in der Hand? Ich weiß es gar nicht. Ich sehe es schon kommen. Gleich wieder hier um die Ecke und gleich blim, blim, blim. Na, da höre ich sie doch schon. So, wir versuchen jetzt einfach mal zurück zu unserem Lager zu kommen. Ich hoffe, das ist nicht allzu sehr beobachtet. Und dann versuchen wir uns mal zu merken, in welche Richtung die Höhle war. Was ich auf keinen Fall hinkriege, deswegen brauche ich euch natürlich. Stellt euch einfach vor, das wäre ein lustiger Pfadfinderausflug. Was mache ich denn jetzt mit dem blöden Feuer eigentlich? Ich muss das mal aus der Hand legen. Und vor allen Dingen müssen wir auch mal ein bisschen baden. Ich glaube, wir sind gar nicht mal so weit entfernt von unserem Lager, kann das sein? Was natürlich total beruhigend ist, dass unser Lager in der Nähe der Höhle ist. Hat er gerade unsere Axt schon wieder abgelegt?
Wieso legt der dann bei jeder Gelegenheit diese scheiß Axt ab? Wie soll ich die jetzt wiederfinden? Da liegt sie. Nee, ist sie das überhaupt? Das ist ein Stick. Hat der unsere Axt abgelegt? Dann bringe ich den um. Nee, hat er nicht abgelegt, Gott sei Dank. So, dann krauchen wir mal zurück zu unserem Lager. Ich hoffe, die Eingeborenen haben das nicht gecheckt, dass das unser Lager ist. Da steht, glaube ich, eine Kiste von denen. Und checken die das überhaupt, wenn man hier die ganze Zeit Bäume abfällt? Wenn die ja so Stumpen sehen, die müssen sich doch auch fragen, hm? Guck mal, da unten haben sie so ein Ding ins Wasser gebaut. Aber um unsere Höhle herum ist erstmal nichts. So, eventuell können wir da unten mal baden gehen. Und eventuell kann ich gleich mal das Feuerzeug aus der Hand legen. Die haben da unten lauter Symbole aufgestellt, aber nicht hier, komischerweise. Also nicht bei unserem Lager, sondern einfach nur da unten, wo wir ja eigentlich gar nicht sind. Das ist ein Karnickel, oder? Ja, ist ein Karnickel und auf jeden Fall kein Eingeborener. Da hinten laufen sie gerade. Da hinten. Und wieso bin ich nicht abgewaschen? Ich müsste doch jetzt, ich bin im Wasser, ich müsste doch gewaschen sein. Natürlich muss erst regnen, dann sind wir sofort gewaschen. Aber im Meereswasser geht das natürlich nicht, im Seewasser. Da fehlt uns einfach das natürliche Palmoliv. Und jetzt gucken wir mal, dass wir zurückkommen in unser Lager. Wir haben hier noch acht Dinger brauchen wir hier noch. Sticks gibt es hier immer genug. So, wir brauchen ein paar Dinger hier. Wir haben ein Lagerfeuer rechts errichtet. Ich mach mal ganz kurz das Feuerzeug. Kann ich das irgendwie deaktivieren gerade? Ich möchte es gerne anequippen, wenn es geht. Das wäre ganz traumhaft. Ach, wir haben ja auch zwei Waffen equipped gerade. Das ist natürlich super. Bitte was? Ja, zünd den Vogel an! Zünd den Vogel an! Gebratenes Hähnchen. Ich glaube, das wird hier wohl eher nix. Gut, dann laufen wir hier die ganze Zeit mit dem Feuerzeug rum. Soll mir recht sein. Wir brauchen auf jeden Fall... Ja, was zu essen brauchen wir auch. Und ich glaube, es wird dunkel. Und ich glaube, die Eingeborenen laufen hier gerade irgendwo durchs Wasser. Ja, wir brauchen was zu essen. Scheiße, es hilft ja nichts. Wir können ja die Portion aus der Höhle holen, aber ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. So, das Lagerfeuer war eigentlich da hinten. Ich weiß nicht, ob die Eingeborenen das vielleicht weggemacht haben. Dazu kenne ich die nicht gut. War das da hinten oder war das hier? Hier war das. Da, wo der Blitz einschlägt, genau vor unseren Füßen. So, und jetzt erstmal ein bisschen braten. Keine Eingeborenen in Sicht, das ist sehr gut. Und wenn, dann kommen die zum Lagerfeuer. Das heißt, ich müsste hier eventuell dann noch Fallen, zumindest mal eine Falle aufstellen. Ich würde gerne trotzdem noch am Lagerfeuer eine Falle aufstellen. Ich glaube, das kann klappen. So, Seile haben wir momentan nicht. So ein Ding wäre natürlich schön. Deadfall Trap wäre natürlich auch super. 6 Zweige, 2 Baumstämme. Ich denke, das kann man hinkriegen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie sowas getriggert wird. So, 2 Baumstämme brauchen wir. Hier können wir nochmal essen. Und jetzt wird es langsam dunkel. Ich würde trotzdem noch gerne 2 Baumstämme holen und gucken, ob das funktioniert. Wir brauchen eh noch Baumstämme für unseren Schutzwall. Und ich gucke die ganze Zeit, ob hier noch eventuell Leute in der Nähe sind. Bei Regen wird es dunkel, das heißt, die könnten hier etwas umtriebig sein. Sicher bin ich mir natürlich nie, aber naja.
So. Unten schlagen, oben Kerben. Alter, voller Schrecken gerade, weil wir jetzt einen kleinen Busch klein gemacht haben. Ich dachte gerade, da greift mich jetzt jemand an. Boah. So, Baum fällt! In Zeitlupe! So, den nehmen wir auch. Und schon haben wir unsere erste Falle fertig. Ich hoffe nur, die Eingeborenen sind noch weit genug entfernt. Es wird langsam wieder dunkel. Und theoretisch müsste die Falle dann ausgelöst werden beim Feuer. Ich hoffe, die sind echt doof genug, dass sie da reinlaufen. Seilfallen haben wir leider noch nicht, weil ich nicht weiß, wie man Seile herstellt. Ach, jetzt brauchen wir drei. Mann, das waren eben noch zwei. Scheiße. So, dann laufe ich mal eben ganz kurz zurück. Da hinten ist noch einer. Oh, jetzt habe ich Angst, dass sie gleich eingeboren aus dem Wald kommen, weil es immer dunkler wird. So. You're cold and wet, build a fire to dry. Ja, wir sind ja gleich am Feuer. Aber jetzt wird es langsam doch etwas bedrohlich dunkel und ich will einfach nur noch diese Falle zu Ende bauen. Da kommen sie. Okay. Jetzt waren wir nicht am Lagerfeuer, aber immerhin haben wir die Falle gebaut. Und wo ist denn jetzt unser Shelter? Hier drüben. Finde ich selber nicht mehr. Muss also gut sein. Und theoretisch... Oh. Ich höre Schritte. Ich höre Schritte, ich weiß aber nicht wo. Wir bleiben einfach mal. Ich weiß nicht, ob man das hört, wenn die ausgelöst wird. Und hier vorne, vors Lager, muss ich auf jeden Fall auch noch eine Falle bauen. So, ich versuche mal, ob wir jetzt schlafen können. Wahrscheinlich nicht. Ich kann immer mal kurz die Augen zumachen, aber ich glaube, das wird uns nicht viel nutzen. Es regnet immer noch. Wir scheinen nicht sonderlich lange geschlafen zu haben. Da hinten. Scheiße, und die haben uns gesehen hier. Oh oh. Was war das denn gerade? Ich wollte mit der Axt zuschlagen. Wie geil! Boah, wie geil! Wir haben die einfach weggekokelt. Haben wir noch Schüsse? Covered in Blood. Naja, das sollte sich jetzt eigentlich hoffentlich von selbst abwaschen. Haben wir die wirklich gerade einfach weggeschossen? Wie viel Glück kann man denn haben? So, das Lagerfeuer interessiert komischerweise niemanden mehr. Da drüben geht noch so ein Oberzampano, den würde ich dann auch gerne mal, wenn das... Jetzt werde ich übermütig, ich merke das schon. Der leuchtet hier aus dem Meer fröhlich durch die Gegend. Da unten, ne? Nee, den kriegen wir nicht mehr. So, Falle scheint da zu sein, aber ob die ausgelöst wird, weiß ich nicht. Jetzt haben wir die Leute eben selber umgebracht. Können wir denn jetzt schlafen gehen, nachdem wir Mord verübt haben an den armen Eingeborenen? Können wir da schlafen gehen? Oder können wir vielleicht das Feuer nochmal anmachen, ganz kurz, bevor wir schlafen gehen? Dann trocknen wir nämlich mal ganz kurz. Da hinten hat es gerade rot geleuchtet übrigens. Ich hoffe, das war nix. Jetzt höre ich schon wieder Schritte. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich
Krabbele gibt's Schritte. Da liegt eine Axt. Hä? Alter, ich sehe hier auch kaum, ne? Was, weil es hier so dunkel ist. Ja, genau. Da müssen wir erstmal die Axt hinlegen natürlich, damit wir ein Feuer anzünden können. Das ist natürlich klar. Can't carry any more raw fish, weil wir ja schon null haben. Also irgendwie ist das manchmal ein bisschen merkwürdig. Huch. Und wir stehen mitten im Blitz. Das ist auch sehr schön. Okay, Feuer ist an. Vögelchen sind da, weil keine Eingeborenen da sind. Ich versuche mal schlafen zu gehen. Vielleicht löst die Falle über Nacht ja aus. Ich glaube nicht. Ich bin 2 Meter gelaufen. So, low energy. Naja, wir holen uns mal ein bisschen Rest. Hunger haben wir momentan nicht. Wir sind momentan gut dabei. Hier haben wir noch 2 Baumstämme, die hier einfach mal conveniently hingerollt sind. Das ist sehr praktisch. Die bauen wir da gleich mal rein. Und ich würde sagen, gute Nacht. Und es wird... Ja, jetzt wird es endlich mal Tag, glaube ich. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, es wird Tag. Die haben wir auch noch dabei. Alter, die uns das Leben gerettet. Boah, das gibt's ja gar nicht. Na, Mutti, darf ich dir mal unter dem Rock gucken? Ich bin sehr einsam auf dieser Insel. Immer wenn wir knien, macht's komische Geräusche. So, und zur Abschreckung der Eingeborenen würde ich sagen... Wir haben ja jetzt hier ein bisschen Fleischmaterial. Oh, wie schön. Zur Abschreckung bauen wir jetzt hier ein sogenanntes, wie heißt das, Effigy? Simple Effigy, brauchen wir nur 3 Köpfe für. Das hier ist ein bisschen aufwendiger. Ich glaube, ein Simple-Ding reicht erstmal, oder? Und das würde ich gerne vielleicht hier hinbauen. Ich weiß nicht genau, wie sich das auswirkt. Auf jeden Fall können wir da... So, 3 Steine und jetzt... Pupp. Noch ein Köpfchen, noch ein paar Arme dran. Und wir brauchen noch 2 Köpfe, dann haben wir es fertig gebaut. Und zufällig, wie es der Zufall so will... Ach, das ist die Falle da hinten. Wen haben wir denn hier? So, ey, Alter, wie die alles wegeiert gleich. Wir brauchen Köpfe. So, hier liegt noch... Wieso liegt eine alte jetzt in der Erde drin? Keine Ahnung. Vielleicht hat sie sich noch vorher eingegraben. Ach, das sind sogar... Wir haben 3 Stück erledigt. Wir haben eine ganze Patrouille erledigt, aber der eine Chef ist entkommen, wie es aussieht. So, und wir brauchen noch ein einziges Köpfchen. Vielleicht können wir uns noch was aufsparen für ein Large Effigy. Oder vielleicht bleiben die Körperteile einfach liegen. Das sind ja sogar 4 Tote dann. Krass. So, dann sollen die Eingeborenen mal wissen, mit wem sie es zu tun haben. Yeah! Ha, 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 ha. Und ich glaube, das Große muss man sogar noch anzünden. Bei diesem hier braucht man das nicht. Oder? Doch, das kann man auch anzünden. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob man das immer wieder anzünden kann, aber... Na, vielleicht hätte man das nachts machen sollen. Egal. Die Vögelchen stört's ja nicht. Wir sind ja lieb. Und hier liegen verteilt die Körperteile ihrer Kumpanen rum. Geil. Okay, ich gehe mal in den Wald und sammle mal ein bisschen Kleinholz. Also Großholz in dem Sinne. Boah, wir haben echt schon ein paar Eingeborene weggesägt. Man glaubt es gar nicht. Wo ist dann eigentlich meine Axt, meine normale? Und wieso sind wir schon wieder in Blut gecovert? Das kann doch gar nicht sein, wo wir nur ein paar Körperteile verarbeitet haben. So. Notfalls holen wir uns die andere Axt aus der Höhle. Wobei ich nicht weiß, ob das eine mega gute Idee ist. Baumfellbruch. So, das Ding rollt wieder nach da unten, natürlich. Oh. Und 2 Baumstämme haben wir direkt vor der Haustür. Das ist ja super. Und zwar genau die beiden, die wir brauchen. Wie praktisch. Okay, dann haben wir hier einen kleinen Schutzwall vor unserem Ding. Wir kommen natürlich immer noch rein. Leider die Eingeborenen auch noch. Wir können aber hoffentlich noch eine Falle da irgendwo hinbauen. Und unser erstes richtiges Shelter ist quasi fertig. Jetzt ist nur die Frage, wie bauen wir es aus? Ich würde natürlich
Huch, ich würde natürlich noch gerne ein Haus dahin bauen. Das wäre natürlich ein bisschen sehr aufwendig. Das könnte man dann auch mit einem größeren Zaun müssen wir da rumbauen. Oder wir bauen uns ein eigenes Haus. Ganz wie wir fröhlich sind. Aber wir müssen natürlich gucken, dass alles einigermaßen sinnvoll bleibt. Furniture ist auch schön. Haben wir momentan noch nicht. Custom Building. Fire Shelter Storage. Ein Storage hätte ich natürlich zum Beispiel sehr gerne. Ein Lockholder ist zum Beispiel super praktisch. Den bauen wir einfach mal hier hin. Da werden die Eingeborenen bestimmt noch nichts dagegen haben. Hier haben wir noch ein paar Sticks, ne? Hier ist zum Beispiel auch wieder zweimal unsere Axt. Ich verstehe es nicht. Ich hab... Oh, Hilfe. Ich habe echt Angst, dass wir hier festbacken jetzt, weil alles so gut läuft. So, die Axt haben wir wieder. Und offenbar müssen wir uns abwaschen. Das Ding ist... Kann man das mehrmals anzünden? Ja, sehr gut. Wenn die Vögel drauf landen, haben wir automatisch marinierte Vögel. Das ist natürlich auch sehr gut. Und ich würde echt mal gerne gucken, wie wir das Blut wieder abwaschen können. Es regnet zwar die ganze Zeit, das scheint ihn aber gar nicht zu stören. Da kam Eingeborene. Ich bin mal gespannt, was sie zu dem Ding sagen. Und wir aktivieren mal wieder unsere Lieblingswaffe. Da kommen sie. Und jetzt sind unsere eigenen Schritte wieder, weil wir gebückt gehen. Verdammt. You're cold and wet. Okay, wir haben jetzt nicht allzu viel Hunger. Wo ist denn die Patrouille? Die kam doch da gerade noch lang. Kann ich jetzt wieder durchglitschen und gucken? Nein? Ist das ein Nein jetzt? Offenbar scheint dir das Feuer jetzt gar nicht mehr zu stören. Weil vielleicht ihre Kumpel da drin hängen und die jetzt ein wenig Angst haben. Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht sind die auch nur anderswo lang gegangen. Das kann natürlich auch sein. So, wir müssen so oder so sammeln. Wenn es Ding Dung Ding macht, dann wissen wir Bescheid. Die Herren haben uns gesehen. Und ich hoffe, die werden uns nicht wieder überwältigen. Ich werde feige wie ein Kanickel natürlich zurück zu unserem Lager laufen, weil wir da von, zumindest von einer Seite geschützt sind. Drei Steine ist das Maximum, was wir tragen können. Das ist auch okay. Und wir sorgen natürlich immer dafür, dass das Ding hier angezündet bleibt. So, ich hoffe, das funktioniert als Abschreckung. 12 von 16. 4 Stück brauchen wir noch. Es hat auch aufgehört zu regnen. Das ist super. Und jetzt bin ich natürlich immer sehr vorsichtig, weil ich immer das Gefühl habe, die lauern hier irgendwo. Oder die lauern nicht, aber die laufen zumindest noch hier irgendwo. Na, ich will den Ast nehmen. Ich will den Ast nehmen. Gib mir deinen Ast, ich geb dir meinen. Warte, das hört sich falsch an. So, Äste gibt's hier auf jeden Fall genug. Leaves, glaube ich, auch. Ich glaube, die Dinger können wir auch kaputt schlagen und kriegen Leaves davon, ja. Und ich glaube, Leaves können wir auch eine Menge mitnehmen. Das heißt, wir können eigentlich auch uns so einen anderen Unterschlupf bauen. Aber der Jägerunterschlupf ist, finde ich, immer noch der beste. Ja, er sieht zumindest am besten aus. So, ein Lockholder. Das heißt, wir können jetzt Baumstämme sammeln und zentral bei uns da verwalten sozusagen. Haben wir denn jetzt irgendwelche Baumstämme in der Nähe? Ich glaube, hier unten war noch einer, ne? Genau. Das heißt, für zukünftige Bauten müssen wir nicht immer in den Wald, sondern wir können auf Vorrat schon ein paar Baumstämme zusammensammeln. Das ist ganz gut. Wir bräuchten einen Körperteilholder, wie es aussieht. Das wäre natürlich schön. Oder eine Kiste. Eine Kiste, wo man sich ein paar Sachen zusammenbauen kann. Und wir müssen natürlich auch nach und nach ein bisschen die Insel erforschen. Wir können also jetzt nicht nur die ganze Zeit hier bleiben. Hallo? Hallo? Ich würde das gerne da reintun.
Lieber Lockholder, bitte funktioniere doch einfach. Toll, jetzt glaube ich ja mit so einem scheiß Lock durch die Gegend, oder was? Wieso funktioniert der nicht? Wieso kann ich da nicht eh drücken? Tolle Wurst. Jetzt muss ich irgendwas bauen, wo ein Lock drin vorkommt, sonst habe ich den bis ans Lebensende. Normalerweise muss man die ja, oder kann man die ja reintun. Aber offenbar geht es momentan nicht, wenn ich vielleicht von der Seite probiere. Auch nicht. Na super. So, haben wir denn irgendwas, wo wir einen Lock bräuchten? Storage haben wir momentan eh nur das Ding. Custom Building wäre natürlich schön. Aber jetzt momentan vielleicht noch ein bisschen zu früh. Eine Falle wäre ganz gut. Oder für Food wäre natürlich auch super. Ein Rabbit Cage. Dazu müssen wir die Rabbits sammeln. So, einen Garten können wir auch noch bauen. Den würde ich gerne hier ein bisschen so davor. Na, da müsste so rum. So, Pams. Haben wir einen Lock da reingebrezelt. Wenn es kalt ist, machen wir uns hier einfach ein schönes Lagerfeuer. Und guck mal, ein Vögelchen, da stecken wir ja gleich in die Flammen rein. Ah, so niedlich, so ein Disney-Film neben der Totenmaske. Voll süß. Und ich könnte sogar zwei von diesen Dingern bauen, glaube ich. Aber mir fehlt, glaube ich, ein Köpfchen dafür. Okay, dann nehme ich mal ganz kurz die große Axt, die sich ja sehr gerne multipliziert, wie es aussieht. Und dann baue ich mal den hier ab und dann gucken wir mal, wo die Baumstämme hinrollen. Ich muss gleich mal wieder was essen. Wir können es aber was am Lagerfeuer machen hinten. Da, wo die Falle drüber hängt, die wahrscheinlich wieder nicht funktionieren wird. So. Na los, komm schon. Baumfeld! Hier war doch gerade noch ein Stick. Wo ist der Stick hin? Ich wollte den Stick mitnehmen. Broch. So, da rollen noch drei Baumstämme zum Wasser. Merken, Baumstämme immer am Wasser. Ah, ist das schön. La 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 la. Boah, diesmal scheint es ja sogar fast zu klappen, wa? Na toll, ich habe zwei Baumstämme mitgenommen, brauche aber nur einen. Können wir denn jetzt... Verdammt. Okay, ein Rabbit Cage. Ich glaube, da brauchen wir nichts für. Ein Boat. Haben wir tatsächlich ein Rezept für. Wir brauchen 5 Schnüre, 25 Cloth. Cloth. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, aber wir haben ja einen See direkt da vorne. Ja, so ein Shelter ist ein bisschen jetzt übertrieben, oder? Sollen wir so eine Hütte vielleicht schon mal bauen? Ich sehe hier nichts mehr. Ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben für hier, oder? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Nee, da auf die Insel können wir es nicht machen. Ich hätte das schon gern hier in der Nähe irgendwo. Aber weißt du was? Ich gehe erstmal ganz kurz was essen. So. Low Energy müsste das Problem auch lösen. Das heißt, ich spare mir mal die Getränkedose, wenn wir wirklich mal wieder Low Energy haben. Ich trinke jetzt nichts, sondern ich gehe jetzt einmal nur mal ganz kurz zu unserem Lagerfeuer mit dem Baumstamm. Alter. Jetzt schlägt er mit dem Baumstamm zu, das ist natürlich auch gut. Hier haben wir noch eine dritte Axt, das ist sehr gut. Schmeißen alles weg. So. Den hauen wir uns da rüber. Die Axt nehme ich wieder. Ich hoffe, jetzt kommt kein Eingeborener. Wir müssen erstmal was essen gerade. So. Mal kurz ein bisschen Laub reingemacht, damit es schneller brennt. Und wir müssen echt was essen. Na komm schon. Und da müssen wir uns mal ein bisschen was Neues zu essen holen. Ein paar Kaninchen organisieren und so weiter und so fort. Ich hätte gerne, ehrlich gesagt, ist das schon... War wohl schon durch. Ich hätte ehrlich gesagt gerne auch eine Kiste, wo wir so Kaninchen und so von der Jagd reintun können. Aber ich glaube, da bräuchte man wahrscheinlich realistischerweise einen Kühlschrank, damit das Fleisch einigermaßen bleibt, oder? So,
Paar Äste nehme ich auch nochmal mit. Paar Blätter meine ich. Oh oh. Wir wurden noch nicht gesehen, aber da kommt gerade ein Trupp entlang. Ich wechsle mal ganz kurz auf unsere neue Lieblingsknarre. Und dann... Da unten sind sie am Wasser gerade. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ach du Scheiße. Ja, ich muss mich beeilen mit dem Endscreen, weil die Wilden gerade noch weiter wandern, während ich auch im Menü bin. Und das heißt, ich muss mal ganz kurz gucken, dass die uns nichts tun. Deswegen sehen wir uns hoffentlich gleich in der nächsten Folge. Und tschüss. Oh weh, oh weh, oh weh.